Ja, hallo liebe Holstein-Fans. Heute bin ich hier beim Rückpass und ich hoffe, ich kann euch die eine oder andere Frage beantworten. Sina-M1807 fragt, einige starke Spiele gemacht, stolz auf dich. Fühlst du dich auf deiner Position wohl? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine Stärke von mir, dass ich viele Positionen spielen kann. Am liebsten spiele ich eigentlich in der Mitte, aber wenn ich der Mannschaft auch außen helfen kann, dann mache ich das natürlich auch da und fühle mich, egal wo auf dem Platz, am besten offensiv sehr wohl. Vivi-Lu fragt, wie gehst du mit dem Weggang von Ole Werner um? Ja, es war natürlich nicht schön für uns als Mannschaft, dass wir jetzt nicht mehr mit Ole zusammenarbeiten. Ich glaube, wir hatten eine unfassbare Zeit zusammen. Auch das letzte Jahr war echt mit sehr, sehr vielen Highlights und wir sind echt als Gruppe echt sehr, sehr gut zusammengewachsen. Deswegen ist es umso unschöner, dass er jetzt weg ist, aber im Fußball geht es halt immer weiter und das ist seine Entscheidung gewesen und wir müssen jetzt das Beste daraus machen als Mannschaft und jeder Einzelne. Und deswegen gehen wir da eigentlich so damit um, dass wir positiv in die Zukunft schauen und weiterhin Gas geben. Maja Sophie fragt, wie ist es jetzt, wieder mit Fiete und Luis zusammenzuspielen? Ja, schon sehr lustig, weil es ja schon sehr, sehr lange her ist, dass wir in Hamburg dann zusammengespielt haben. Damals war ich noch sehr, sehr jung und damals war Luis Holpi schon ein gestandener Bundesligaspieler und Fiete kam aus der eigenen Jugend auch noch mit nach oben mit mir zusammen. Deswegen ist jetzt ein ganz, ganz cooles Gefühl, jetzt zusammenzuspielen, auch zu dritt irgendwie auf dem Platz zu stehen. Ja, macht einfach Spaß und ich persönlich freue mich sehr, dass ich die beiden einfach wiedersehen kann. Wir kommen alle drei aus dem Norden und haben ein gutes Verhältnis. B. Kaligis fragt, gehst du auch mal als Zuschauer ins Stadion? Ja, auf jeden Fall. Ich mache es extrem gerne, aber die Zeit lässt es halt meistens nicht zu. Ich gehe am meisten zu Freunden, wenn die mal irgendwo in der Nähe spielen oder in der Nationalmannschaft. Dann schaue ich mir auch mal ein Länderspiel an. Aber die Zeit lässt es ja meistens nicht so oft zu, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann fahre ich gerne zu Freunden von mir, die ich kenne, ins Stadion und schaue mir das Spiel an. LS0857 fragt, wer ist dein Zimmerpartner bei Auswärtsfahrten? Mein Zimmerpartner ist Fiete Arp tatsächlich. Also wir sind jetzt seit dieser Saison, seitdem er hier ist, zusammen auf dem Zimmer. Dadurch, dass wir uns auch vorher schon kannten, läuft das relativ gut. Und haben, denke ich mal, auch viel Spaß zusammen. Hannes-Tops fragt, auf welches Stadion freust du dich diese Saison am meisten? Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich diese Saison richtig viele gute Stadien. Neben unserem Stadion natürlich freue ich mich am meisten, glaube ich, wieder auf die Spiele in Hamburg. Regibär86 fragt, vermisst du deinen Mitbewohner Janni Serra? Ja, auf jeden Fall, muss ich sagen. Janni, wenn du das siehst. Ich glaube, wir hatten einfach eine sehr, sehr gute Zeit zusammen. Also wir haben viel Spaß gehabt. Gerade privat war es ein sehr, 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 sehr schönes Jahr, letztes Jahr zusammen. Haben viele Sachen zusammen erlebt, viel gelacht, aber jetzt haben wir auch noch regelmäßig Kontakt. Ich glaube, das lässt sich an heutzutage relativ leicht machen. Gerade über die PlayStation hören wir uns sehr, sehr oft zusammen und können dann auch viel über das vergangene Jahr beispielsweise lachen. Lucy.rxmnn fragt, welche Sportart magst du noch, abgesehen vom Fußball? Ja, gute Frage. Ich mag eigentlich relativ viele Sportarten. Also ich mag beispielsweise die NBA, mag ich sehr, sehr gerne. Auch Handball finde ich eine sehr, sehr spannende Sportart. War auch schon mal hier beim THW im Stadion. Das war echt extrem cool, weil halt sehr, sehr viele Tore fallen und das ja im Fußball ein bisschen weniger ist. Aber gerade die Stimmung in der ausverkauften Halle ist mega cool. Und aber auch Einzelsportarten wie Tennis interessieren mich einfach. Also ich bin da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Lina HPNR fragt, wie war deine Zeit in Unterhaching? Sehr, sehr lehrreich. Also ich bin damals ja mit 20 alleine dorthin gezogen und war das erste Mal aus so meinem Umfeld raus, aus Hamburg raus und hatte da einfach
ja, persönlich eine sehr, 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 sehr reifende Zeit und war halt viel auf mich alleine gestellt. Und das war aber gut, weil ich da halt viele, viele Sachen lernen konnte. Also wenn jemand mal irgendwo hinzieht und auf sich alleine gestellt ist, kann man da sehr, sehr viel daraus lernen. Also hatte ich da eine sehr, sehr gute Zeit und habe auch viele, viele Freunde noch dort, die ich echt gerne besuche oder mit denen ich gerne telefoniere. Was das angeht, habe ich sehr, sehr viele neue Freundschaften da kennengelernt. I am David Berger fragt, was ist dein Lieblingslied? Das ist eine gute Frage. Ich höre wirklich eigentlich den ganzen Tag Musik, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob man da von Leidenschaft sprechen kann, aber das ist ja, was mir persönlich sehr, sehr viel gibt. Momentan höre ich auch querbeet eigentlich alles durch, aber am meisten höre ich wahrscheinlich gerade Louis. Das ist ein Deutsch-Rapper und ja, so Deutsch-Rap-Pop-mäßig und der hat ein neues Album Step Bros draußen. Könnt ihr gerne mal reinhören, das höre ich gerade rauf und runter. Ja, gut. Vielen Dank für eure Fragen, liebe Holstein-Fans. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben. Ich freue mich sehr, dass wir wieder mehr Zuschauer im Stadion haben können und dass wir da eine bessere Atmosphäre haben als bei den Geisterspielen letztes Jahr. Darüber sind wir, glaube ich, als Mannschaft sehr glücklich. Und ja, freue mich auf euch im Stadion. Bis dann. Ciao.